Die vegane Küche wird aber auch an der Fachtagung der Gourmesse heiß thematisiert. In einer lockeren Atmosphäre diskutiert Food-Journalist Patrick Zbinden mit Experten über das Potenzial, die Chancen und die Risiken der veganen Küche. Herr Zbinden, da an der Gourmesse ist dem Thema vegan so eine eigene Sonderschau gewidmet. Warum ist vegan im Trend? Vielschichtige Gründe. Es gibt natürlich einerseits ein Bewusstsein, das sich verändert von vielen Leuten. Die haben genug von diesen ganzen Fleischskandalen, Tierhaltungsbilder, die man gesehen hat. Und ja, entsprechend daraus ist natürlich auch die Bewegung auch entstanden. Es gibt aber auch andere Gründe, beispielsweise einfach gesundheitliche Überlegungen, die je nachdem jemand haben kann, dass er sich eben vegan oder also ohne tierische Produkte nachher ernährt. Vegan hat ja oft noch den Ruf so ein bisschen von Altbacken, so ein bisschen Birkenstockträger. Warum ist das heute nicht mehr so? Ich denke unter anderem auch, weil natürlich ein Lifestyle damit anfangen aufgebaut worden ist. Ob das jetzt von irgendwelchen Filmstars sind, die sich dazu bekennen. Aber auch einfach junge, Anführungszeichen, Schlusszeichen, dynamische Leute, die vor der Kamera stehen, eure Bücher produzieren und sagen, hey, ja, man muss sich nicht irgendwie in einen bestimmten Katalog drucken lassen, damit man Veganer sein kann. Sondern es ist ein Lifestyle. Das geht natürlich nachher weiter. Es gibt dann die entsprechenden Cafés, die entsprechenden Restaurants, wo dann alles andere als altbacken daherkommen. Und so kann man eigentlich den veganen Lifestyle heute problemlos eben als tatsächlich eben Lifestyle leben. Ein Thema ist immer das Protein, dass man zu wenig Protein bekommt. Wie kann man das lösen, das Problem? Also in Europa gibt es niemanden, der unter Proteinmangel leidet. Das ist einfach so ein Irrglaube. Im Gegenteil, die Leute essen viel zu viel Protein oder eben zu viel Eiweiß mit den entsprechenden Krankheitsbildern. Sicher, nebst dem ganzen vielen Zucker, wo eben auch zu viel gegessen wird, sind Protein und eben Zucker sind die grossen Probleme heute in der Zivilisation, oder eben, wo nachher die Zivilisationskrankheiten daraus entstehen. Von dem her, also Protein, da muss man sich keine Sorgen drum machen. Findet auf der anderen Seite ein Umdenken statt bei den Fleischproduzenten? Also, was mir jetzt aufgefallen ist, hier an der Gourmesse, es hat sehr, sehr viele Anbieter von qualitativ hochstehendem Fleisch. Auf jeden Fall. Auch das natürlich im Zuge von den skandalisierten Bildern, die man gesehen hat, rund um Fleischproduktion, Transport von Tieren, bis hin auch vom Missbrauch, wo man wirklich Konsumenten ja über den Tisch gezogen hat mit vergammeltem Fleisch oder irgendwelchen Pferdefleisch, das da irgendwo in Rinderlasagne, in einem Rinderfleisch auftaucht ist. Von dem her muss man sich natürlich heute auch fragen als Produzent von Fleisch, wo will ich? Wie weit ist mir auch wichtig, einen ethischen oder eben auch einen tiergerechten Aspekt in die Produktion einzufliessen lassen von meinem Fleisch? Und entsprechend, wenn man dann das anfängt durchzudenken, steht nicht mehr die Masse im Vordergrund, sondern die Qualität, die natürlich auch einen höheren Preis hat.